Freunde, willkommen zurück und heute geht es um das Thema beziehungsweise um den berühmt-berüchtigten Satz, den ihr alle schon mal bestimmt gehört habt oder noch hören werdet, für die, die neu in dem Business sind. Im Sommer definieren, im Winter Masse aufbauen. So, die Frage ist natürlich, woher kommt dieser Satz her, wie kommt man auf diese Idee? Es ist so, dass einfach viele Bodybuilder zum Beispiel die Jahreszeiten um den Winter, also die Zeiten, wo es draußen kalt ist, dafür nutzen, um quasi Masse aufzubauen und entsprechend die Sommerzeit dafür nutzen, um zu definieren, also quasi um dieses Fett wieder runterzubekommen und in eine sogenannte Definitionsphase gehen. Der Grund dafür ist recht einfach, ja, im Winter, da haben wir alle dicke Klamotten an, Pullis, Jacken, kein Mensch draußen sieht unsere Form, ob wir jetzt alle also dünn oder dick sind, sieht immer bei jedem gleich aus oder muskulös. Und im Gegensatz natürlich dazu, im Sommer, da wir öfters vielleicht ins Freibad gehen oder das, wenn wir T-Shirts tragen, also enge, kurze, knappe Klamotten, dann kann natürlich jeder sehen, ob wir jetzt eher speckig sind oder durchtrainiert oder ausdefiniert und so weiter und so fort. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Stichwort Fett- und Massephase nochmal ganz kurz. Ja, das mag sicherlich alles sein, aber bitte bedenkt daran, ja, Massephase bedeutet nicht, ich fresse mich voll und werde fett. Ja, die Muskeln bauen sich immer in der gleichen Geschwindigkeit auf. Egal, ob ich 5000 oder nur 500 Kalorien mehr zu mir nehme. Und es kann natürlich nicht sein, dass man einfach zu einem Kilo Muskeln, was man aufbaut, nochmal 3 oder 4 Kilo Fett aufbaut. Natürlich solltet ihr bedenken, dass Muskelaufbau immer gleichzeitig mit ein bisschen Fettaufbau einhergeht, ja, bei dem einen vielleicht ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger, aber das Ganze hält sich in einer bestimmten Waage und nicht im Verhältnis 1 zu 3 oder zu 4 und deswegen braucht man auch nicht theoretisch zu sagen, naja gut, im Sommer definiere ich dann und generell für Anfänger, ja, gibt es sowas sowieso nicht, weil ihr sowieso die ersten 2-3 Jahre eine Massephase haben wird. Also eine Massephase klingt halt wieder so ein bisschen nach Mästen, also eine Muskelaufbauphase und da braucht ihr nicht mal annähernd irgendwie an Defi-Phase zu denken. Es sei natürlich, ihr macht den Fehler und fresst euch einfach sinnlos voll. Das habe ich zum Beispiel an Anfangszeiten gemacht, weil auch alle eben gesagt haben, Masse, 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 Masse und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich muss nochmal richtig essen, habe mir noch Weight Gainer reingehauen und auf einmal hatte ich quasi innerhalb von ein paar Monaten 10 Kilo mehr drauf und natürlich war nicht alles davon Muskeln, nicht mal annähernd, ja. Und dann habt ihr einfach das Problem, dass ihr für euch quasi scheiße aussieht, ja. Ihr sagt, ich gefalle mir nicht, ich möchte das ganze Fett drunter haben, sieht unproportional aus. Und dann seid ihr gezwungen, quasi eine Defi-Phase zu machen. Und eine Defi-Phase bedeutet immer Muskelaufbaupause, ja. Davon müsst ihr leider ausgehen, das heißt, es wirft euch wieder zurück. Und dann natürlich stellt euch einfach die Frage, warum das eigentlich machen, warum nicht einfach konstant versuchen, eine bestimmte Figur zu halten, ja, die vielleicht so ein bisschen hin und her schwankt, ist ja nicht schlimm. Auch wenn man selber sagt, aktiv, na gut, ich möchte jetzt nicht auf bestimmte Sachen verzichten, ja, ich möchte hier und da auch mal das essen und vielleicht auch mal jeden Tag was essen. Das ist natürlich jedem selber überlassen, wenn einer sagt, ja, ich fresse mich einfach voll, weil ich das so möchte, weil es mir so gefällt, ist völlig in Ordnung. Aber für alle anderen, ja, versucht da so eine Waage zu halten. Das mache ich zum Beispiel, ja, ich versuche über das ganze Jahr hinweg eine bestimmte Form zu halten. Und wenn ich dann der Meinung bin, ich müsste aus irgendwelchen Gründen vielleicht jetzt mal ein bisschen besser aussehen, also ein bisschen definierter aussehen, dann kann ich ein bisschen an meinem Ernährungsplan schrauben, mich ein bisschen selbst disziplinieren, nicht extrem, und dann falle ich wieder in eine gute Form, beziehungsweise in eine sehr gute Form, die Form ist ja generell gut, zurück. Und genau, fällt dann viel einfacher, wenn ich dann anfange, so eine richtige harte Definitionsphase zu machen, die dann 12, 16, 20 Wochen dauert. Und so geht es einfach, das Ganze ein bisschen einfacher und stressfreier. Okay, also macht euch ein bisschen Gedanken, wenn ihr immer diesen Satz, Masseaufbau im Winter, ja, das müsst ihr gar nicht, das ist eigentlich Quatsch, ja. Viel besser, vor allem für eure Seelen, für die, die ästhetisch aussehen möchten, ist es natürlich, wenn man das ganze Jahr hinüber eine bestimmte Körperform erhält. Muskelaufbau ist ein langsamer Prozess, ja, es wird nicht schneller gehen, wenn ihr euch Fett fresst, ja, also wenn ihr dann diesen Satz wieder hört und sagt, Mist, ich komme irgendwie nicht voran, ich komme zu langsam voran, vielleicht muss ich mir einfach nur voll fressen. Nein, das ist natürlich nicht so. Das war's von mir, danke fürs Zuschauen, bis demnächst.